bin da. Und was jetzt? Es scheint keine offensichtliche Gefahr zu geben, oder? Dann setz dich und ich pinge die IP an, die uns das Notsignal geschickt hat. Was? Okay, haha. Wer von euch Ärschen ruft mich mit einem Klapphandy an? Das ist ein Kryptophon. Es ist sicher. Jedes Gerät im CTOS kann angezapft werden. Wenn man uns belauscht, sind wir tot. Und zwar beide. Wer zur Hölle ist da? Unwichtig. Wichtig ist, dass ich Insider-Informationen zum Sirs habe. Ich glaube, dass skrupellose Officer die Spur auf euch gelenkt haben. Ich sag's nicht gern, aber vielleicht kann nur DedSec sie aufhalten. Gut, interessiert, aber noch keine Zusage. Gut, ich habe die Koordinaten eines Treffpunkts auf einem Gerät in dieser Einrichtung versteckt. Finden wir das in Ordnung? Sabine? Bagley? Okay, das ist uncool. Dieser Sirs-Typ meint also, dass Zero Day in Wahrheit Typen von Geheimdienst sind. Macht irgendwie schon Sinn. Die Anschläge waren für Außenstehende zu ausgeklügelt, aber der Sirs könnte das. Offiziell nutzt der SIRS Signals Intelligence Response Service CTOS-Überwachungsdaten, um terroristische und kriminelle Bedrohungen zu identifizieren. Dann schicken sie Alarm, um alles abzuballern. Zum Beispiel... Als Reaktion auf die Gewalttaten in London verlängert der Sirs das Recht der Anwendung von Schusswaffengewalt für Polizeitruppen und Albion-Sicherheitskräfte. Inoffiziell liest der SIRS mit deinen Daten deine unartigen Gedanken und verhaftet dich dafür. Das wären dann Mittel und Gelegenheit. Fehlt noch ein Motiv. Der Sirs ist ein Faschistenhaufen, aber sie sollen Gruppen wie Zero Day von Terroraktionen abhalten. Wie so eine anzetteln. Frag den Typ, wenn du ihn triffst. Problem. Er ist nicht hier und es sieht nach einem Kampf aus. Was machen wir jetzt? Vielleicht ist der SIRS an ihm dran. Wenn du auf das Überwachungssystem der Gegend zugreifen kannst, kann ich alles in AR nachbauen. Ich werd's versuchen. Das war's. Jetzt geh zurück und ich rekonstruiere, was mit unserem Kontakt passiert ist. CTOS AR. Das scheint unser Kontakt zu sein.
Fake-Scheiße. Sieht nicht nach seinem besten Tag aus. Analysier die Hinweise im AR-Workspace darüber, was mit ihm passiert ist. Das ist eine nicht tödliche Waffe. Dann lebt er wahrscheinlich noch, auch wenn er es vielleicht gern anders hätte. Sie haben unseren SRS-Kontakt weggebracht, könnten aber noch in der Nähe sein. Ich kann den Weg des Fahrzeugs aus ungesicherten Überwachungskameras rekonstruieren, damit du ihm folgen kannst. Die Konstruktion ist fast durch. Und unser Kontakt auch, wenn du dich nicht beeilst. Anscheinend haben die Angreifer hier angehalten, aber ich sehe sie nirgendwo. Analysieren wir die Daten. Vielleicht finden wir heraus, wo sie hingegangen sind. Die Angreifer unseres Kontakts wechseln die Fahrzeuge, um Verfolger abzuschütteln. Standardvorgehensweise von privaten Militärtrotteln wie Albion. Albion? Sollte das nicht der Sir sein? Naja, das sind Söldner. Wenn du dich weiter umschaust, findest du vielleicht raus, warum sie sich für einen SRS-Whistleblower interessieren. Ich habe eine umfassende Analyse des Fahrzeugs durchgeführt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es ein Van ist. Sehr lustig. Was hast du noch, Bax? Naja, ich könnte auch anmerken, dass die winzigen Sandreste in den Reifenspuren darauf hinweisen, dass es kürzlich auf einer Baustelle war. Aber du kennst mich ja. Ich klinge nicht gerne wie ein Besserwisser. Ich habe nach Albion-Aktivität gescannt und irgendein Schwachkopf da drin hat vergessen, die Überwachungskamera im Folterungsraum abzuschalten. Dann zeig mal her. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Du bist Malik, ein Sirs-Officer und verräterischer Pisser. Das bin ich nicht. Ich schwör's. Bitte, bitte. Geschieht ihm recht, wenn er für den Sirs arbeitet. Aber wir können nicht den Tod eines Whistleblowers verantworten. Bagley, wo ist er? Früher war ich immer gerne hier. Drohne, beginne Suche, Alarmprotokoll aktivieren. Drohne, Gebiet absuchen.
Ungewöhnliches hier. Entdeckt. Ich gehe weiter. Verloren. Besprechen wir uns in der Zentrale. Ausschwärmen. Findet die Verdächtige. Ohne. Suchen. Augen auf. Waffen bereit. Durchsuche das Gebiet. 10 Personen weiterhin unauffindbar. Durchsuche das Gebiet. Alles sauber. Bis jetzt nicht. Fuck. Alles sauber hier. Sicher, dass sie hier drüben ist.
Bleib mal locker. Ich bin von Detzek. Du hast uns angerufen. Natürlich. Du hättest nicht kommen sollen. Jetzt wissen sie, ich habe sie betrogen. Wir haben dich gerettet, Trottel. Nein, ihr habt uns beide verdammt. Hör zu. Ich lade die Informationen auf einen anonymen FTP. Das wird alles erklären. Erst einmal erklärst du alles. Ich heiße Richard Malik. Ich bin ein Geheimdienstanalytiker. Ich glaube, Zero Day sind Source Officer, die durch die Anschläge an die Macht kommen wollen. Jetzt ermorden oder erpressen sie jeden, der sie bedroht. Und dazu gehöre ich jetzt wohl auch. Okay. Bagley sieht sich dein Zeug an. Lass mich das nur nicht bereuen. Kann ich nicht versprechen. Malik hat's nach draußen geschafft. Und du solltest dich auch auf den Weg machen. Snowden, was? Ich bin neugierig. Schauen wir uns das an. Gut, eine Sekunde. Bagley hat's begriffen. Checken wir die Infos und versammeln dann alle. Einverstanden? Wir haben dem Pisser gerade das Leben gerettet. Wir schulden ihm offiziell rein gar nichts. Wir sollten abhauen, solange es noch geht. Sehe ich nicht so. Er braucht unsere Hilfe. Dürfte ich eine dritte Möglichkeit vorschlagen? Benutze ihn doch einfach. Ein SRS-Whistleblower, auch wenn man ihm nicht traut, könnte uns helfen, die Arschlöcher zu finden, die halb London gesprengt und es auf Detzek geschoben haben. Du musst ihn ja nicht zu deinem Geburtstag einladen. Nutz einfach seine Informationen. Klingt gut. Okay. Bin da. Können wir anfangen? Also, Maliks Informationen stimmen. Ein paar abtrünnige SRS-Officer wollten Detzek den Anschlag in die Schuhe schieben, um sich die Macht über die Regierung zu sichern. Jetzt merken sie, dass sich einige gegen die neue Ordnung wehren und machen euch verantwortlich. Ich denke, es sind die Leute, die ihr Zero Day nennt. Ich kenne ihre Namen nicht, aber sie müssen ganz sicher einen Anführer haben. Nach meiner Erfahrung ist das Entfernen des Anführers. Ja, ja, Aufstandsbekämpfung, Grundwissen. Ich will wissen... Warum jetzt? Vor 2 Wochen hat eine Briefkastenfirma von Zero Day 40 Kilo Semtex aus einem alten Depot des sowjetischen Blocks importiert. Das Zeug hat London aber nie verlassen. Das heißt, dass Zero Day einen Anschlag plant, der die früheren wie ein Lagerfeuer aussehen lassen wird. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Wie wir leider alle wissen, sind gefakte Angriffe ein Propagandamittel für Despoten. Töte viele Menschen, dann wird sich der Rest dem scheinbaren Retter in der Not fügen. In diesem Fall Zero Day. Das heißt, wir beide wollen rausfinden, wer die Strippen bei Zero Day zieht und sie stoppen. Wir müssen die Akten aller Personen besorgen, die mit den früheren Anschlägen und deren Vertuschung in Verbindung stehen. Dann können Malik und ich die Beziehungen analysieren und den Anführer von Zero Day entlarven. Und ich bleib dran zur Überwachung.
ab jetzt nichts mehr. Wenn Malik recht hat, ist Zero Day also ein zwielichtiger Haufen Spione, der die halbe Stadt hochgejagt hat, um heimlich die Regierung zu übernehmen. Aber jetzt sind sie angepisst, dass sich jemand wehrt und wollen das Gleiche wieder machen. Wie furchtbar. Das sehe ich auch so. Man sollte doch meinen, dass ihnen noch was anderes einfällt außer einem weiteren Bombenanschlag. Irgendwie langweilig, oder? Glaubst du, Zero Day macht das wegen uns? Weil wir uns zur Wehr gesetzt haben? Hey, wir sind die Opfer, nicht die Schuldigen. Ich werde lieber 1000 Mal hochgejagt, als mich von solchen Möchtegern-Tyrannen unterdrücken zu lassen. Was ist hier los? Das war ein Unfall. Du stiehlst Sirs Personalakten. Die Organisation ist sehr verzweigt, deshalb werden sie nicht an einem zentralen Ort gelagert. Spione ausspionieren. Finde ich gut. Wie stellen wir das an? Der Sirs verwendet einen Supercomputer namens Filament, um Daten aus dem CTOS-Netzwerk zu verarbeiten. Das funktioniert wie Nudel. Und man könnte damit jedes Dokument auf jedem privaten Regierungs- oder Geschäftsgerät überall in Großbritannien direkt suchen. Fick-Scheiße. Du kannst gern entsetzt sein, aber das hat Tausende von Leben gerettet. Verschaffe dir Zugriff auf ein Filament-Terminal und ich gebe dir die Suchbegriffe.
Haltet Ausschau nach einem Hacker. Alles okay. Ich versuch's mal. Ich will mit dem los. Ausschalten. Heraus, wer dafür verantwortlich ist. Zentrale, erbitte einen Lockdown. Langsam. Ein Fahrzeug wurde wohl gehackt. Scheiße! Shit, das ist nicht gut. Das ist also Filament. Ich kann dir helfen, reinzukommen, aber wir werden Spuren hinterlassen. Es sei denn, Malik hat eine Idee. So. Ich habe die Filament Security überzeugt, die Spiderbot-Aktivität als Wartung zu locken. Für einen Profispion bist du äußerst hilfreich. Das ist nicht wie in den Filmen. Spione sind keine Polizisten. Ich arbeite gern mit kleineren Übeln wie DedSec zusammen, um größere Übel abzuwenden. Warum hat Zero Day alle meine Freunde getötet? Es gibt eben unterschiedliche Denkweisen. Ich
habe die Spionagedossiers. Ich spiele aber mit dem Gedanken, noch ein paar Sirs-Ärsche zu vermöbeln. Fantastisch. Ich habe die bösen Spionagedossiers. Okay, wir machen eine simple CTOS-Kontaktanalyse und finden raus, wer hinter Zero Day steckt. Kriege ich hin, bevor du Guantanamo sagen kannst. Ich kümmere mich um die geheimen Daten. Vielen Dank. Es würde viel schneller gehen, wenn ich dafür mit dir zusammenarbeiten würde. Die Leute in diesen Dossiers hängen zusammen, aber haben nicht unbedingt alle Dreck am Stecken. Man braucht Geheimdiensterfahrung, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Wenn ich etwas entdecke, melde ich mich. Er hat die Verbindung getrennt. Reizender Typ.